Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen weiteren Kultfilm aus dem Jahr 1986 mitgebracht und dabei handelt es sich um Larry Gross Action Drama Thriller 3:15 bzw. 3:15. Dabei handelt es sich um einen, ja, ich nehme an, einen Straßengang-Thriller, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Film selber ist mir unbekannt, aber Wicked Vision hat den in zwei Mediabook-Versionen jetzt auf den Markt gebracht. Also mit jetzt meine ich am 16.06.2023, also schon vor einiger Zeit. Und hier auf dem Tisch liegt Cover B. Das hat man mir geschickt und deswegen zeige ich euch das jetzt auch mal im Detail. So, wenn das hier Cover B ist, gibt es natürlich auch noch Cover A. Das blende ich euch mal gerade ein. Das schaut so aus. Aber ich persönlich finde Cover B hier auch sehr, sehr ansprechend, um nicht zu sagen, gefällt mir eigentlich sogar, ja, doch, gefällt mir besser. Ich meine, das eine, das hat wirklich so einen alten Videokassettenstil und außerdem steht unten auch noch die Stunde der Kobras mit drauf. Hier steht das nicht, aber brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Wir wissen ja, wie der Film heißt. Ja, zumal hier auf dem Spine steht es ja auch. Ah, und ihr habt schon gesehen, wenn ihr den im Wicked Vision Shop bestellt, was ich sowieso empfehlen würde, weil wenn ihr Titel von Wicked Vision bestellt, bestellt doch gleich im Shop. Da kriegt ihr die Dinger optimal verpackt und manchmal gibt es auch noch Goodies dabei. In dem Fall hier hatte ich hier diese tolle Karte. Stream is offline, thank you. Das Paket wurde mit Liebe gepackt von Patrick und ja, mit Liebe gepackt, das kann man wirklich nicht anders sagen. Das war so gut eingepackt, da wäre im Leben nichts dran gekommen. Also wenn das Paket nicht gerade unter ein Laster gekommen wäre, hätte man das hin und her schmeißen können, ohne dass dem Mediabooks was passiert wäre. So, des Weiteren war da noch drin dieser Aufkleber hier mit dem Firmenlogo von Wicked Vision, dieses Glubschauge, das ich so geil finde. Dann haben wir hier noch ein Aufkleber, auch 3:15, die Stunde der Kobras, ebenfalls ein Aufkleber. Dann noch ein Bierdeckel, ja, auch 3:15. Und hier haben wir dann nochmal das Motiv des anderen Mediabooks hinten drauf. Und ja, das ist ja ideal. Ne? Das können wir dann hinlegen, das Bierchen draufstellen, wenn wir uns den Film anschauen. Bah, besser geht's nicht. Und dann haben wir hier noch ein paar Karten mit dabei. So. Und wir sehen auch schon, was das für eine Art von Film ist, wenn wir uns das hier so ansehen. Es scheint auf jeden Fall was Cooles zu sein. Also wenn man auf so Gangfilme steht, also Straßengangfilme. Ich bin noch nicht mal sicher, ob das überhaupt eins ist. Aber ja, wenn man das hier so, wenn man das so anguckt und sich den Trailer ansieht, ich gehe davon aus, es ist ein Straßengangfilm. Also so ähnlich wie The Warriors oder wie hieß er? Ja, da gab es ja einige. Ich habe auch schon einige hier vorgestellt und jetzt 3:15 Uhr. So, jetzt haben wir schon über 3 Minuten nur mit dem Drumrum verbracht. Jetzt schauen wir uns endlich mal das Mediabook an. Dazu setze ich das Messer hier an. Ja, oder oben besser. Immer zum Körper hinschneiden. Ja, ganz wichtig, immer zum Körper hinschneiden, damit ihr euch auch optimal verletzt. So, ich hätte hier natürlich jetzt eigentlich ein Butterfly-Messer oder sowas nehmen müssen. Das wäre viel besser gewesen. Was mache ich hier wieder für einen Bei-Hai? Ja, mein Taschenmesser ist weg. Keine Ahnung, wo es hingekommen ist, aber es ist futsch. Ja, ich nehme an, das taucht irgendwann mal in irgendeiner Tasche auf. Ja, deswegen heißt es ja Taschenmesser. Aber naja, aktuell ist es nicht auffindbar. Deswegen muss ich hier zu diesem Küchenmesser greifen. So. Jetzt haben wir die Folie weg und haben hier die Vorlagekarte liegen. Die ist jetzt dünner als früher. Überhaupt, die Mediabooks, die haben ja eine andere Qualität. Habe ich ja schon darauf hingewiesen. Ich persönlich finde diese neue Qualität besser, aber das ist natürlich jedem, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ich mag es, dass das hier so matt ist, aber gefällt halt nicht jedem. Mancher mag Hochglanz, ich mag matt. Deswegen spielt mir das hier schon sehr, sehr in die Karten. So, das Vorlageblatt ist etwas dünner als sonst, aber auch das finde ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Wir sehen, es ist ein 2-Disc Limited Collectors Edition Set und es ist die Nummer 69. Wenn wir uns das jetzt im Regal vorstellen, sieht ganz toll aus, wenn man dann die ganzen Mediabooks nebeneinander stehen hat. Dann haben wir hier den Hinweis, es ist eine europäische HD-Premiere, ein packender Gang-Thriller, erstmals in Deutschland auf DVD und Blu-ray, völlig ungekürzte Fassung. Dann haben wir hier nochmal den Filmtitel draufstehen, die Altersfreigabe. Auf der Rückseite haben wir Jäger der verschollenen Galaxis auch demnächst bei uns. Ja, da könnt ihr sehen,
Ja, das ist schon etwas älter, weil den habe ich euch ja schon vor einiger Zeit vorgestellt. Aber es macht ja nichts. Ja, der Film wird ja nicht schlechter und man kann den ja auch immer noch kaufen, obwohl er limitiert ist. Ja, in dem Fall hier haben wir eine Limitierung von, wo haben wir es stehen? Ja, hier steht, ich finde es jetzt gerade auf Anhieb nicht, hier steht jetzt nur Cover B, aber es ist wohl auf 333 Stück limitiert und es gibt aber noch welche, deswegen habe ich ja auch eins bekommen. So, dann haben wir hier vorne nochmal das gleiche Artwork vorne drauf, hier vorne drauf, ne? Doppelt. Ja, doppelt hält besser. Ansonsten haben wir hier nichts mehr, den Filmtitel stehen, aber keine Werbeaufdrucke, sieht super aus. Und wie gesagt, ich finde es auch toll, dass das jetzt matt ist. Wobei, es hätte sich natürlich angeboten, hier die Kette oder hier so diesen Nietenring so mit Spottlack zu ver. Aber das ist Spielerei, braucht man nicht, ist Quatsch. Ja, nein, so matt finde ich persönlich super. So, auf dem Spine haben wir nochmal den Filmtitel draufstehen, 3:15, dann Gott sei Dank auch noch die Stunde der Kobras. Ansonsten wäre das hier sehr, sehr leer gewesen, wenn hier nur 3:15 gestanden hätte. Aber hätte natürlich auch gepasst. So, dann haben wir hier oben nochmal das Glubschauge und unten halt MGM und den Hinweis auf die Blu-ray-Disc. Aber es ist ja ein Blu-ray-DVD-Paket, haben wir hier vorne drauf gesehen. Das heißt, wenn ihr kein Blu-ray-Equipment habt, aber auf den Film scharf seid, könnt ihr euch das Mediabook trotzdem kaufen, ist nämlich die DVD noch mit drin. So, dann haben wir hier oben, es beginnt die Stunde der Abrechnung. Ja, wir haben eine kurze Inhaltsangabe, dann ein paar Bilder zum Film oder ein paar Bilder aus dem Film. Dann haben wir hier die Credits, dann hier unten die Produktspezifikationen der Blu-ray und der DVD. Dann hier aufgeführt das Bonusmaterial, was ihr da noch alles mit dabei habt. Und hier ein paar Urheberrechtshinweise und hier eben schon gezeigt, Cover B Limited Edition. So, Bewegung ist wie immer ein bisschen drin, aber wirklich, wirklich minimal, kaum der Rede wert. Rauf, runter geht's gar nicht. So, und das Booklet, ja, ich wollte jetzt sagen, steht wie eine 1. Ja, tut's jetzt nicht direkt, aber es kippt auch, ja, doch, es kippt, klar, aber es ist auch schwer. So, es ist auf jeden Fall gut verarbeitet. Da kann man nicht anders sagen, es ist wirklich schön verarbeitet. So, dann haben wir hier jetzt die Blu-ray und ich hatte den Eindruck jetzt, die hat sich gerade schon so ein bisschen, oder meine ich das nur? Meine ich das? Nein, das meine ich nur. Also sie lässt sich super rausnehmen, finde ich persönlich auch wichtig. Ich meine, ich habe ja schon viele Mediabooks gehabt, wo ich hier am Fummeln war, wie so ein Weltmeister, um die Disc rauszukriegen. Hier ist das nicht der Fall, die kriegt man wunderbar raus, sagte er und ging zur DVD, die sich auch wunderbar einfach entnehmen ließ. So, die schaut so aus, so, das ist nicht kaputt hier, ja, das soll so sein. Das ist halt dieser Druck. So, hier haben wir das übrigens auch, ja, diesen Druck so ein bisschen, ach, gerissen. Dann haben wir hier auch farbigen Innendruck auf der Innenseite von der Außenhülle. Was rede ich denn? Ja, ach, schauen wir uns mal an, das sind halt so ein paar Bilder aus dem Film in Form von Polaroid-Bildern. Ja, schön auch hier so festgeklebt, wenn da so ein paar Kaffeeringe. Also macht richtig was her, macht richtig Spaß, also sieht gut aus, gefällt mir persönlich sehr gut. Jetzt habe ich die Discs falsch rum reingelegt, nämlich die Blu-ray nach hinten, die DVD nach vorne, aber ja, lasse, das ist nicht so schlimm. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Booklet an, hier 3:15, Klassenbuch. Ha, sind klar. Hier, seht ihr das? Das sieht aus, ja, als wäre es genäht, aber ist es nicht. Das ist hier, ihr seht hier unten die Tackerklammer, ja, aber das ist halt, es ist hier nur aufgedruckt. Aber schaut gut aus, schaut gut aus. So, es scheint wohl direkt auch mit dem, nee, hier, da finden sich Klebespuren, also es ist wohl verklebt. Auf jeden Fall, es hält. So, das ist ja das Wichtigste, dass das Booklet hält. Jetzt schauen wir uns das an. Ich hätte manchmal Lust, mit diesem Abschaum kurzen Prozess zu machen. Ja, haha, wer nicht? Ja, mit Abschaum kurzen Prozess machen, was gibt's Schöneres? So, auch das Booklet schön gemacht hier mit so Kaffeeflecken und hier so Wasserflecken. Das ist übrigens reingedruckt. Das ist jetzt also nicht kaputt oder beschädigt oder schmutzig oder so. Das soll so sein. Das Papier ist auch matt. Und das finde ich schon mal super. Das war früher ja auch Hochglanz. Jetzt ist es matt. Gefällt mir persönlich wesentlich besser. Ist auch sehr griffig und vor allen Dingen, das fällt mir auf, es ist sehr, sehr dick, das Papier. Es ist also, ich habe den Eindruck, das Papier ist wertiger als bei früheren Mediabooks von Wicked Vision, wobei das auch schon sehr, sehr gut war. Es ist toll, ja. Und wenn wir uns das jetzt so anschauen, hier wenig Bilder,
sehr viel Text. Hier zwischendurch immer mal so ein kleines Polaroid rein. Das lasse ich mir gefallen. Noch schöner wäre natürlich Motive, hier Covermotive oder sowas, internationale Werbeposter. Kommt ja vielleicht noch. Ich bin ja noch nicht durch. Wir sind gerade mal in der Mitte angekommen. Aber wenn ich sehe, das Verhältnis von Bildern zu Text ist hier für mich, der gerne liest, optimal. Und wenn der Inhalt jetzt stimmt, dann können wir auch davon ausgehen, dass wir hier haufenweise Informationen bekommen. Aber dazu kann ich euch an dieser Stelle nichts sagen. Es ist ja auch noch keine Review, sondern es ist ein Unboxing. Aber wenn ich hier schon lese von Christoph N. Kellerbach, bin ich ziemlich sicher, dass wir hier einen Text haben, den es sich zu lesen lohnt, der Spaß macht zu lesen und der jede Menge Hintergrundinformationen dabei hat. So, das ist meine persönliche Erfahrung, die ich mit den Texten von Christoph N. Kellerbach gemacht habe. Das heißt, da sind die Mediabook-Booklets immer lesenswert. So, dann sind wir auf der letzten Seite angelangt, haben wir nochmal das Covermotiv A. Und das dürfte auch hier deutscher Kinoaushang und deutsches Kinoplakat. So, damit haben wir es schon mal. Das Covermotiv A, das ich nicht so gelungen finde, ist das alte Kinoplakat, beziehungsweise, naja, nicht ganz. Da haben wir das Bild hier und dann halt in die Länge gezogen, gezeichnet. Aber es kommt dem halt etwas näher. Ich persönlich, wie gesagt, mag dieses Artwork hier. Das, ja, das sieht aus, als wenn es gleich auf die Fresse gibt. Geil. So, ich schaue mir den Film jetzt an, damit ihr auch zeitnah eine Review dazu bekommt. Den Link dazu findet ihr unten jetzt schon in der Infobox. Möglicherweise läuft der Link momentan nur auf die Übersichtsseite. Da unten ist auch ein Link zur Shopseite von Wicked Vision. Ich sag das nur. Da verdiene ich absolut gar nichts dran, da kriege ich auch keine Prozente oder sonst was, sondern ich möchte einfach nur, dass ihr die Möglichkeit habt, ohne lang zu suchen, direkt in den Wicked Vision Shop zu kommen und dieses Produkt, wenn ihr es haben möchtet, da günstig zu erstehen. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, schreibt mir die Kommentare voll. Ich kommentiere ja alles zurück, beziehungsweise beantworte alles. Und ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr den Kanal natürlich auch abonnieren. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und wie immer, bleibt geil.